Burschen, wir sind wieder back. Heute ein ganz spezielles Video wieder einmal. Wir fahren in die Steiermark zum Mario Hofstadler und Ewald Holzer. Wir testen heute unser Vorgesteller. Weil wir fahren ein Rennen in Landschach am 4. Juni und da gehört herausgefunden, wer das beste Vorgestell hat. Und mit dem fahren wir dann alle gemeinsam. 5 Stunden, oder was habe ich gesagt? Habe ich schon gesagt, King? 5 Stunden rein? Jawohl! Okay. Ich glaube schon. Eiger Jason King ist auch mit dabei. Ich zeige euch noch schnell, Alter, was da hinten drinnen ist. Alter, voll geil! Purple Legacy und Dachse, mega gefährt. Es wird Leiwand. Wo bleibt der Dachse, Alter? Wir haben schon einkauft. Wir stehen gerade vor dem Make-Film hier. Mal wir haben einmal einen McDrive gemacht und haben da schon einiges. Und jetzt warten wir auf den netten Herrn. Aber ich stehe da beim Mäcki und warte auf den Dax, aber er kommt nicht, kommt nicht, kommt nicht. Ja, da ist er schon. Er rennt in Highspeed, er rennt so schnell wie sein Maxi. Ah, was ist das? So, einer da. Platz da. Also, wir nehmen euch heute mit, es wird extrem arg. Endlich wieder Groß-Maxi-Action. Ich freue mich schon. Bis gleich. Jawohl, wir sind gelandet! Servus, grüß dich! Jawohl, Schatz, da haben wir auch das Aufnahmegerät mit dabei für den Podcast. Ich mache heute alles. Ich mache heute Kamera und Podcast-Führung. Ich hoffe, man hört alles da so super wahnsinnig gut. Voll hört man das. Jawohl, Taxi, übergib dir schnell die Kamera. Grüß euch da draußen, hallo, jetzt seht ihr mir einmal. Wieso eigentlich Mario. Die Kamera? Schau mir an, ich bin ja aufgeregt für das. Sowas von scheißegal. Sicher. Meine Sponsoren, nix da. Ja, das kommt schon an. Mario, was steht an heute? Gib mal ein kurzes Statement. Jetzt kommt's. Rubi-Bürotechnik aus dem Jahre 1900 irgendwas. Ich weiß, oder auch. 1900 gefällt. Jawohl, was steht heute an? Heute steht auch strategisches Testen der 4 oder 3 Geräte, ich weiß jetzt nicht genau. 4 haben wir sogar. Jawohl, 2 aus Niederösterreich, 2 aus der Steiermark. Genau, ich weiß ja nicht, ob ihr das schon ein bisschen verlautbart habt. Das ist das sogenannte Gruppenprojekt. Genau. Jawohl, das haben wir schon den Leuten verraten. Hauptsache. Ich weiß jetzt nicht, wir werden es für die Kamera auch noch mal kurz. Jetzt haben wir es eh gerade gesagt. Wunderschön. Ja, na dann würde ich sagen, laden wir aus und starten wir mit dem Ganzen. Ich verfolge das mit dem Podcast. Die Kamera haben wir dabei, oder was will man mehr? Ja, ich bin gerade 30 Kilometer gelaufen und jetzt habe ich halt den Jogginganzug an. Ne? Sehr sportlich, Vorbereitungen für die Range, gell? Man muss fit bleiben. Das schaut aus wie ein Interview nach dem Fußballmatch. Das will ich aber nicht. Ich will nicht, dass das ausschaut wie ein Fußballmatch. Das möchte ich nicht. Ein Blitzknäßer, sagt man das. Meine Damen und Herren, Einstellungen. Guten Tag, guten Abend, guten Tag. Ja, ohne Evangeliste, du bist jetzt live im Podcast mit dabei. Live ist es nicht, aber wir machen eine mobile Podcast-Folge heute. Heute wird ein mega geiler Tag werden, gell? Ja, wenn es ein bisschen wärmer wäre, wäre es noch angenehmer. Ja, was haben wir Temperatur da in der Steiermark? 5 Grad jetzt im Schatten. Sie unterwegs schaut, oder? Ja. Ich bin so Na, was steht an? Was erwartest du dir heute? Ja, wir werden mal die Mopeds durchtesten. Ich muss mal schauen, was überhaupt alles dabei ist. Markus, eins Tages. Jawohl. Radio 1 Mainz. Ja, 4 Mopeds. Wir haben 4 Gefährte, 2 aus Niederösterreich, 2 aus der Steiermark. Was ist deine Vermutung, welche glaubst du wird am besten sein, mit denen sie alle optimal umgehen könnt? Ich weiß es nicht. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Na, was hast du da? Man muss ja mehrere Sachen dann schauen, wie die Lebigkeit ausschaut, die Langlebigkeit. Wir fahren ja doch 5 Stunden und ich weiß nicht, ob Mainz zum Beispiel da jetzt so die 5 Stunden durchhalten hätte. Gell? Von der Verschleifung. Man muss, wir haben schon vorher ein bisschen geredet. Mario, seine ist wahrscheinlich die Rennerprobteste, weil die ist doch schon einige Rennen gefahren, also ist sicherlich mal Fuhren dabei. Auf das hätte ich auch gelebt, ja. Wie schaut es mit deiner aus? Ja, ich habe keine langen Rennerfahrungen, habe ich ja nicht. Eben voriges Jahr bei der Range das erste Mal gestartet, da hat es genau einen Defekt gegeben. Ja, was beim ersten Rennen, beim ersten Fahrt, da kann schon passieren, dass hin und wieder was auftaucht. Gell? Es waren jetzt nicht gravierende Sachen, aber es waren Kleinigkeiten. Aber wie gesagt, es waren immer nur kurze Rennläufe. Jawohl,
Eben so ist es. Naja, wir sind schon gespannt. Wir ziehen uns jetzt die lange Skiunterhosen an. Sonst gefrieren wir sie auch schon. Jawohl, passt. Na dann, laden wir mal die Gefährte alle ein. Jawohl, einsteigen, zusteigen, die Tickets an der Kasse lösen, die nächste Fahrt beginnen, kurze einsteigen, los, ab geht's hier! Ja, jetzt geht's gleich los hier, okay, let's go! Jawohl, wir bewegen sich da in Richtung Teststrecke, wir haben da einen jungen Burschen vor uns, der da ganz hart durch den Wald mit seiner Straßenmobetten fährt. Schau, wie er rutscht. Ich muss wieder einmal rauskommen, das sage ich dir. Ja, dann brauchen wir einen Traktor. Es ist ein Wahnsinn, ich sag's dir. Rebens, bist du warm angezogen? Ich hab mir jetzt auch die komplett alle 5 Schichten. Ich beim Skifahren. Wie die größten Volltrotteln testen wir nicht, wenn es 20 Grad hat, so wie letztes Wochenende, sondern wir testen dann, wenn es schneit, Alter. Ja, was hast du letztes Wochenende gleich gemacht? Ja, hat Zeit, gell? Ich Zeug zuschauen müssen. Stimmt, es ist halt immer das irgendwas. Ich habe das Gefühl, wie das letzte Mal gehabt, immer mit Schuss nicht im Wald. Dass er da hinten ein wenig auch geht, oder was? Dass er überall umeinander geht. Da geht's aber wirklich jetzt da. Jetzt los, ein wenig auch, statt dass wir da. Streckenbesichtigung. Kurven. Geradeaus. Alter, da kannst du dich ja über Wald durchlaufen lassen. Ja, da radiert ihr alles durch. Alter, schau, da ist schon die Schikane drinnen. Ja. Das sind perfekte Bedingungen. Eigentlich ja schon wirklich, gell? Weil ein wenig. Griffig ist ein wenig. Ein wenig Gatsch. Also ja. Nicht gatschig, weil wir haben das auch als Opa Erdboden. Dass ich da jetzt in die richtige Richtung gehe. Sehr. Warst du im dritten Verlauf oder bist du das erste Mal da? Ich bin das erste Mal da. Aber es ist saugeil. Das sieht wirklich gut aus. Aber da ist es halt spannend. Aber die Kurve ist wohl spannend eigentlich. Ja. Weil wenn du jetzt da zu früh Gas gibst, hängst du da beim Baum. Da ist auch eine Wurzel. Wenn du da mit dem Haxen reinfadelst, bis dahin. Ja. Clemens, was sagst du dazu? Du bist jetzt zusammen kurz angegangen. Total geil, es wird extrem arg. Ah, Wahnsinn, das ist ziemlich geil, man muss aufpassen, es stehen immer ein paar Bäume im Weg. Ja, wir haben auch schon ein paar Wurzeln entdeckt am Boden, aber das wird alles, das geht alles, das passt. Das wird alles, sehr. Ja. Sicher, also der erste. Das ist keine Folge, der ist. Ja, der ist nicht mehr gescheit drauf. Ah!
Mario, wie war's? Ja, super. Oben drüber ist ein bisschen schlatzig. Aber wenn wir da ein paar Runden Oberdraht haben, haben wir griffig. Aber da können wir noch dabei drüber hinweg sehen. So, Dax, du startest jetzt dein Gerät da mal. Na, wie war's? Ja, rutschig ist. Der Boden ist noch schön feucht. Ich hoffe, die anderen jetzt auch mal, wenn wir fahren, so wie es der Mario schon mal gesagt hat, dass wir da eigentlich den Boden aufreißen, dass wir einen Grip kriegen. Jawohl, du. So, der nächste Fahrer ist bereit. Benzin rein. La. Ewald, nochmal zusammengefasst jetzt, wie war für dich die Fahrt mit Mario sein Gefährt? Ja, im Großen und Ganzen geht es eigentlich gut zum Fahren. Lässiges Fahrwerk, Lenk ist ein bisschen höher wie bei mir. Die Umstellung, ich bremse Seitenverkehr, die bremse rechts und das ist ein Problem. Da haben wir nämlich beim Rivens schon mal bei der Range, das war ähnlich und der hat dann beim Start die falsche Bremse und ist da gegen. Ja. Das heißt, sollte es Marius ein Gefährt werden, musst du dich dann auch ordentlich drauf einstellen, gell? Damit dann keine Fahrfehler passieren. Ja. Nein, aber sonst geht's gut. Sehr schön, sehr schön. Wir werden und schauen, wie es weitergeht. Haha.
Jetzt ist komplett weg. Irgendwo da. Ist noch um? Warte, ich bin noch da. Das kann ja nicht sein, oder? Ist bei mir das Getriebe hinten da, oder? Ja, aber wo kann man die alle hinfliegen? Die Obi oder so? Also, weil es ist hier immer der Innere. Weißt du schon? Ja, musst du schon weiterfilmen für die Action. Das gibt's ja fast gar nicht, hä? Was hat's denn da alles? Das Getriebe hin? Das Getriebe, die Wellen? Dass das immer oben geht? Alter, schau! Hey, hallo, pass auf! Jetzt sind wir alle hier. Raut, Leute! Jo! Boah, bist du denn? Wie rennen die Tests bis jetzt? Gut. Gut? Ja. Was ist dein Favorit bis jetzt? Also ich, aus meiner Sicht natürlich das eigene Moped ist mir am ersten gewandt, aber ja. Am schnellsten habe ich mit dem Dachsang. Dachsang ist geil. Erstens haben wir Bremsen geil, rechts hinten den Zwan, das ist immer um und auf. Wo ist der Bremsen also? Dachsbremst, also wie du? Dachsbremst gleich wie, ja. Okay. Und der Motor geht saugut, die Kupplung geht auch saugut bei ihm. Okay. Also ich bin echt positiv überrascht von Dachsbremst. Ja. Natürlich. Ein bisschen was gleich noch macht, wenn du das dann hinterbauen kannst. Aber sonst kann ich echt sagen, Dachsbremst ist Favorit.
vor oder der Hinterbau? Der Hinterbau ist wirklich. Links ist hinten, gell? Was? Links ist hinten. Ja. Wie ist das für dich umgekommen heute? Ja, es ist sehr schön. Was hat von außen betrachtet am besten ausgeschaut? Wie du meine wahrscheinlich mal vor den Baum rein bist. Nein, ich meine jetzt was von der Leistung, also was also, das beste Paket von der Moped, glaubst du? Also ich würde jetzt einmal sagen, entweder deins oder ein Ewaldscheins. Okay. Nur ich würde beide mitnehmen, weil wenn wir mit uns Startprobleme haben, hat man das andere. Ja. Das ist sehr interessant. Von außen hat das so ausgeschaut, oder was? Ja, und es hat sich so angehört. Also, du kannst es halt schwierig sagen, weil es geht in alle gut, gell? Ja. Also ich muss sagen, für mich war es so, ich glaube, es ist für jeden so gewesen, mit seiner eigenen kommt jeder am besten klar. Ja, das stimmt. Was man so außen hört. Und dann würde ich aber fast den Mario seine nehmen. Es ist sehr schwierig. In der Achseine ist vom, wie es liegt, am besten, finde ich. Die liegt brutal geil. Vielleicht ist das wegen der Flexi-Schwingung. Ja, aber da aufgeht ein Ewaldschein halt schon brutal. Da durchlaufen. Die Achseine ist am leichtesten, das spürt man auch eindeutig. Ja. Aber da ist irgendwie so zusammengefärbt, meine ich. Weil bei dir ist mit den Knien kommen wie beim Lenker fast. Ja. Ja, und die Fußraste schleifen da in die Kurven rein. Okay. Ja, also wie Mario er halt einer, gefahren ist. Komme ich auch gut zurecht, aber das ist das Ding, da sind die Bremsen. Nämlich die sind gleich wie bei mir. Das ist das nächste Problem, nämlich wenn wir unterschiedlich bremsen. Ne? Was heißt das? Es war extrem geil. Der Mario hat eine von den geilsten Strecken von ganz Europa eigentlich, muss man sagen.
Kann schon mithalten mit der Ranch, kann man so sagen, gell? Ja, vor allem, es war da auch eine extrem ruhige Sache, weil das, ich meine, Wald da rein, Handy war da Wahnsinn. Aber es ist auf jeden Fall noch ein bisschen gefährlich. Aber so zum Testen, unseren Sinn haben wir erfüllt. Ich darf mich jetzt, wenn ich auf die Schnelle entscheiden müsste, wahrscheinlich für Mario sein entscheiden. Jawohl. Mario, komm gleich her. Man kann eigentlich gar kein Ranch. Was ist das Resümee jetzt, nach dieser Testphase? Weil das ist so naja, erstes Resümee. Es war eine spaßige Aktion. Jawohl. Zweites Resümee, wir sind jeder jetzt einmal mit jedem sein gefahren. Und jetzt werden wir dann erst einmal eine Besprechung, eine fachliche Besprechung und diese fachliche Besprechung wird einmal, schätze ich, ohne Kamera und ohne Mikrofon von Mr. Mofa sein. Ich werde es intern klären, damit wir da nicht zu viel verraten. Aber sag mir doch schnell, was ist dein Favorit? Boah, das tut mir leid, aber ich kann gleich nichts sagen. Ich muss erst drüber nachdenken. Nach dem Testen, wir werden jetzt noch eine Notbesprechung machen gemeinsam. Jawohl. Und das halt Feedback aufgeben und nachher werden wir halt einen Kompromiss machen. Da zu Hause noch einen Kompromiss machen müssen. Wie schaut's aus? Was ist dein Favorit? Mein Favorit ist eigentlich ein Ewald sein, ja, mit der komme ich. Mhm. Beste trifft, ist meiner am ähnlichsten, sag ich mal, von den anderen, also von den drei. Jawohl, Mario hat Ähnliches gesagt. Was ist dein Resümee zum Testtag? Ja, cool. Es ist interessant, wie unterschiedlich die Mopeds sind. Einmal von ganzen Fahrverhalten, wie man sitzt da oben, wie der Lenker ist, also da gibt es auch verschiedene Unterschiede. Und das Gravierendste ist, habe ich vorher schon mal gesagt, die Bremsen. Dax und ich fahren rechts, hinten, links fahren und der Mario und der Marco fahren genau umgekehrt, die Bremsen links, hinten. Ja, das könnte man ja fürs Rennen umbauen, damit es einheitlich ist. Naja, wer muss sie umgewöhnen? Richtig, irgendwer muss sie umgewöhnen. Was ist dein Favorit jetzt? Von dem Moped ja, mein Favorit ist irgendwie fast zum Dax sein. Ich bin mit dem Dax am schnellsten irgendwie in Einklang gekommen. Das ist sehr, sehr spannend, weil jeder eigentlich was anderes von euch sagt. Okay. Kommt her mal schnell, Burschen. Wir werden jetzt schön langsam diese Podcast-Folge abschließen. Das Spannende daran ist jetzt, ich habe euch alle interviewt, jeder sagt was anderes. Was macht's da jetzt? Was wird jeder hat was anderes gesagt. Naja, so ziemlich. Du, Rivens, kommst mit Mario seiner gut klar. Du sagst mit Ewald seiner. Beim Mario, den ist alles recht. Und der Ewald kommt mit Dax seiner am besten klar. Also, es ist sehr, sehr schwierig. Auf einmal. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, die Mofawerk Riders sind wieder gelandet. Der Test für das nächste Rennen ist absolviert. Ich bedanke mich herzlich hier bei allen Anwesenden, unter anderem The Real Revens, der Motorist Dax, Mario Stallo und Ewald Holzer. Es grüßt euer Mr. Mova, Jason King. Eine letzte Durchsage noch, die Tickets an der Kasse lösen. Die nächste Fahrt geht gleich wieder los. Wir starten hier jetzt, ab geht's hier. Wir starten mit der Volksmusik Party Deluxe hier. Einsteigen, zusteigen, die Fahrt geht gleich ab. Es geht los, okay, let's go. Jetzt, weiß ich nicht, du kommst gleich ja, fix. Also wir haben heute alles getestet. Jawohl. In die Runde füllen wir ganz schnell. Jawohl, wir haben die Testung vollbracht. Wir wissen jetzt genau, dass wir nichts wissen. Eigentlich wissen wir wirklich nichts, gell? Ja, aber die Entscheidung lassen wir mal sagen, aber eigentlich mit welchen Geräten. Ein paar Nächte drüber schlafen, ein paar Bierchen noch. Genau. Ja. Ja. Ihr kennt den Podcast von Mr. Mofa Jason King nachher. Jawohl. Der Geil ist letzte Woche schon rausgekommen, wenn das Video kommt. Da habt ihr die genaue Video, da habt ihr genau alles in der Umform, gell Jason? Jawohl, schaut bei Spotify einfach vorbei, gebt sein Oman How I Met My Mofa und dann abonniert das Ganze. Wird mir über Bewertung natürlich auch sehr freuen. Bleibt dran, Burschen, gell? Wir sagen jetzt Tschüss, viert euch, bis Baba. Hat mich gefreut. Alle winken einmal die Kamera. Servus. Tschüss.